Aber mal viermal so. Wie oft kann ich eigentlich? Falsch. Aber Falsch. verdammt. Machen wir viermal. Eins, zwei, drei, vier. Eins, immer mal dreimal. Ich versuch's gerade, ich weiß es nicht. Falsch. Aber Falsch. weißt du, Verdammt. wir haben nicht mal einen Anhaltspunkt dafür, weil wir haben ja nur plus minus plus. Deswegen. 2 plus 2 wäre 3. Und dann haben wir wieder dreimal und dann machen wir einfach mal viermal. Haben wir 2, 3, 4. Und? Falsch. Aber Falsch. das alte war Verdammt. ja. Wie war das alte nochmal? Wie war jetzt alte Kluftzeichen? Ich weiß nicht. Nein, dann überspringen. Wie war denn das alte? Ja, doch. Es war das alte. Also dreimal. Falsch. Aber Falsch. warum? Er Verdammt. hat dit gemacht und ich dit. Warte mal. Falsch. Aber Falsch. verdammt. Wie soll denn das denn gehen? Wenn wir jetzt einmal machen, macht er einmal. Wenn wir zweimal machen, macht er dreimal. Dann machen wir jetzt einfach mal viermal. Ich weiß es doch auch nicht. Falsch. Aber Falsch. das alte war auf jeden Fall dit. Das weiß ich noch. Und das andere war dit. Wo muss man so? Dit. Falsch. Aber Falsch. ich weiß auch einfach nicht, was mir das, wie mir das Blatt weiterhelfen soll. Ich weiß es nicht. Ah, stimmt, es geht nicht. Was ist, wenn wir das mit dem Knopf benutzen? Dafür brauche ich keine weiteren Hilfsmittel. Ich kann mich vollständig auf die Zielsicherheit meines Zeigefingers verlassen. Herzlichen Glückwunsch, Rufus. Also das alte, also das neue war dit und das alte war dit. Was ist denn, wenn wir hier wieder die Musik ausstellen? Ich versuch's einfach mal. Dit. Jetzt macht er einmal. Dit. Falsch. Aber Falsch. verdammt. Ich verstehe nicht, was das Plus minus Plus bedeuten soll. Wir hatten am Anfang 1, 2, 3, 1, 1, 2. Wenn wir es die 1, 2, 3 haben, dann machen wir 1 minus, haben wir 2. Wir können doch insgesamt 5 mal klopfen, oder? Das teste ich gerade mal. Nee. Falsch. Aber Falsch. okay, Verdammt. jetzt gehen wir davon aus, wir machen 1, 2, 3. Dit. Klopft er einmal zurück. Dit. Dann wäre eigentlich ja 3. Plus 1 wäre 4. Ah, ich weiß nicht, was das Plus minus Plus bedeutet. Wartet mal. Dit haben wir dreimal. 3 plus 1 ist 4. Minus 2 ist 2. Und dann war es schon am letzten Plus. Ich versuche es mal so. Dit. Dit. Und? Falsch. Aber Falsch. verdammt. Ich will dieses Rätsel nicht machen. Ich will es einfach nicht. Falsch. Aber Falsch.
Verdammt. Okay, das war, glaube ich, gar nicht mal so viel. Wie oft können wir eigentlich insgesamt klopfen? Das möchte ich gerade mal testen. 4, 5, 6, 6 Mal. Falsch. Aber falsch. Wir haben gerade 4 Mal geklopft, dann kam einmal zurück, dann haben wir... Okay, jetzt mache ich nochmal. 1, 2, 3, 4. Kommt einer zurück. Plus, also 4 plus 1 ist 5. 3, 4, 5. Kommt dreimal zurück. 5 minus 3 ist 2. Kommt ein da müsste ich ja jetzt eigentlich 6 Mal klopfen, aber ich kenne ja nur 5 Mal. Jetzt. Falsch. Aber falsch. Aber das hat doch gestimmt. Machen wir mal 1, 2, 3, 4, 5. Was kommt jetzt? Einmal, zwei. Ja, das ist schon zu viel. Das kann gar nicht sein, wenn wir das noch ein sechstes Mal machen. Das. Nee. Falsch. Aber. Falsch. Man, irgendwie muss es ja stimmen. Es muss was mit mich. Okay, jetzt haben wir fünfmal versucht. Jetzt brauchen wir dreimal. Zwei, drei. Kommt einmal zurück. Plus eins, zwei, drei, vier. Kommt zwei, dreimal zurück. Minus das ist einmal. Kommt dreimal, viermal zurück, also fünfmal. Zwei, drei, vier, fünf. Hey! Ja! War ja tatsächlich richtig. Natürlich war das richtig, du Morschbirne. Rufus, bist du das etwa? Ja, du Vollidiot. Tja, wenn ich das wüsste. Vielleicht klopfe ich einfach gerne. Komm rein, Janosch wartet auf dich. Übrigens haben wir das Rätsel schneller gelöst als Gronkh. Ich bin stolz auf uns. Sehr stolz sogar. Ich bin wirklich stolz. Oh nein. Sehr gut. Das wird so geil gleich. Wow. Nicht wegen Janosch. Das ist ja nicht nur schlecht, was du hier aufgebaut hast. Ja, die Rekrutierung läuft hervorragend. Ich glaube, ich habe mein Charisma unterschätzt. Oder die Tatsache, dass sich niemand gerne in die Luft springen lässt. Hey, Toni! Du? Na? Rufus? Ah, ihr kennt euch bereits. Nummer 26, das hier ist Nummer 2, unser spiritueller Anführer. Rufus ist Nummer 2? Ja, ich stehe über dir. Das kann nur ein Witz sein. Nee. Genau, warum bin ich nur Nummer 2? Wir haben inzwischen mehr als 25 Leute für unsere Sache gewinnen können. Du, das ist also gut. 26. Genau. Da sind allerdings auch die drei abgerichteten Delfine schon mitgeschält. Also beschwer du dich noch einmal über deine Nummer. Ihr richtet Delfine ab? Das ist mein Job hier. Was dagegen? Es sind Torpedo-Delfine. Torpedo. Dass unter Tonis Obhut selbst niedliche Delfine zu blutrünstigen werden, leuchtet mir ein. Wie war? Aber wozu das Ganze? Was nutzen abgerichtete Delfine bei dem Versuch, einen Fahrstuhl in den Orbit zu kapern? Man muss halt nehmen, was man kriegen kann. Was offenbar insbesondere für spirituelle Anführer gilt. Zuerst wollten wir Flugdrachen haben, aber das hat sich als fataler Wildschlag erwiesen. Ich hab's Nummer 27 von Anfang an gesagt. Aber er wollte einfach nicht hören. Ah, die sind doch nur 26. Oh. Ich find's einfach nur so geil, wie wir jetzt Tonis Chef sind. Und was strickt der eigentlich da oben? Und vor allem, warum war es zwei seine Sprechdings blau und vorher war sie rot? Was ist hier hinten? Oh, cool. Ein Kuli. Das schreit geradezu nach einem brillanten Manöver. Was ist, wenn wir, was passiert da? Ja. Das ist lustig. Das wird die Delfine garantiert aufmuntern. Aber da läuft er nicht rein, ne? Ja, da läuft er daneben, du Blindfisch. Hm, verdammt. Mein Plan braucht wohl noch ein wenig Feinschliff. Ich weiß noch, wie das geht. Ich weiß es noch. Nämlich gerade so. Ein Kanister. Das Dieselöl ist alle. Oh nein. Leider. Wir brauchen es eigentlich, um die Turbine in der Kanalisation zu betreiben. Zum Glück herrschen da draußen gerade ablandige Winde. Sobald der Wind wieder dreht, ist der Gestank hier drin kaum auszuhalten. Ich glaube, ich weiß auch, wo der herkommt.
Und das sind die abgerichteten Delfine. Oh, die sind ja putschig. Die Delfinbabys haben ihr Becken direkt neben der Durchreiche zur Kantine? Ist das nicht ein bisschen riskant? Ich konnte ja nicht wissen, dass du hier auftauchst. Aus Delfinbabys macht man doch Katzenfutter, oder? Wenn den Kleinen etwas passiert, dann töte ich dich. Ich meine es ernst. Ich töte dich. Das war ein Herz Leid. Für Tiere. Na, ihr? Wie der guckt. Der Onkel Rufus ein paar Kunststücke beibringen? Hm? Nein. Wie sie sich freuen. Total. Süß. Oh, süß, ja, putzig. Wer ist denn da drin? Ihr habt sogar eine Küche? Na klar. Wir müssen doch irgendwie unsere Truppen verpflegen. Das stimmt. Das ist mehr, als ich dir zugetraut hätte. Was denkst du denn? Wir machen hier ja keinen Kinderkram. Na, kein Kinder. Hat euer Freund auch einen Orangensaft, Janosch? Nicht jetzt, Mama. Hauptsache seine liebe Mutter ist noch dabei. Ach, ja. Hallo? Oh, hallo. Nein, zusammen. Gesicht. Bist du auch einer von Janos kleinen Freunden? Gewissermaßen. Ich bin der Anführer einer Rebellion gegen den Organon. Natürlich bist du das. Möchte unser tapferer Anführer denn auch einen Orangensaft? Vielleicht später. Haben Sie zufällig etwas Katzenfutter? Leider nein, mein Junge. Ich wollte vorhin etwas zubereiten, aber die nette junge Dame hat mich darauf hingewiesen, dass die jungen Delfine nicht zu den Vorräten zählen. Welche nette junge Dame denn? Ich hoffe, ich muss es gerade mal überprüfen, weil mein Mikro war nicht richtig eingesteckt. Ich muss gerade mal gucken, ob die Soundspur auch läuft. Sorry dafür. Okay, passt alles. Kummer war unbegründet. So, reden wir mal mit Janosch. Wo haben Sie nur so schnell diese Uniformen herbekommen? Steht denen aber fast gut. Das ist hinten Scarlef, ne? Hey, Janosch. Ah, Rufus. Hey. Tut dem Organon und so. Ja, tut dem Organon. Wie hast du es geschafft, in der kurzen Zeit, also in 2-3 Stunden wahrscheinlich, so viele Leute zu mobilisieren? Wirklich unglaublich eigentlich. Wie hast du es geschafft, in der kurzen Bin Zeit so viele Leute auf dich, mein Kleiner. Zu mobilisieren? Ich glaube, sie haben sich einfach daran gewöhnt, einen Planeten unter den Füßen zu haben. Außerdem habe ich ihnen T-Shirts mit lustigem Aufdruck versprochen, weil ich wie Erfolg haben. Ja, da würde ich auch mitmachen. Was machten die Bissgurke hier, die Kaktusse, um an Medis Worten aus Teil 1 zu erinnern? Was treibt Toni denn hier? Du kennst Nummer 26? Sie hat sich der Rebellion angeschlossen, weil irgendwer ihr Heimatdorf verwüstet hat. Ja, ich weiß. Der Organon. Nein, nicht der Organon. Irgendwer namens Vervicte Gaktone. Ich finde es doch geil, wie der gerade einfach so einen Ausdruck gesagt hat. Und durch den Akzent wurde es Vervicte Gaktone. Wir wissen ja, dass er alle ver... Punkt gesagt hat und Kaktone, aber ich find's geil, wie sich das dann wäre. Ach, genial. Was hat's mit den Torpedodelfinen auf sich? Was hat es eigentlich mit diesen Torpedodelfinen auf sich? Cool. Musst immer noch lachen. Wenn du sie brauchst, sprich mit Nummer 26. Aber erwarte nicht so viel. Ich musste die Torpedo-Ausrüstung verkaufen, um für alle Pizza zu bestellen. Pizza, nicht Pizza! Du hast die Torpedo-Ausrüstung verkauft, bist du deppert? Du hast die gesamte Torpedo-Ausrüstung verkauft? Ja, im Gadget-Job auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Der Schobomat hat mir Feuerweste Einlegesohlen als Bonus draufgegeben. Der Schobomat ist zwar ein elendiger Lügner. Naja, Donner ist untergetaucht. Donner ist untergetaucht. Da wünschte ich was, ich hätte die Torpedo-Ausrüstung nicht verscherbelt. Andererseits war die Pizza auch sehr lecker. Schön, dass es dir geschmeckt hat, auch wenn wir sie gerade sowas von dringend brauchen können. Was ist eigentlich das da hinten? Ein Fischgräten und was ist das? Egal. Ist es nicht etwas zu riskant, direkt unter der Nase des Organon zu operieren? YOLO, you only live once, schon mal gehört? Nein. Ist es nicht etwas zu riskant, direkt unter der Nase des Organon zu operieren? Apropos, du hast da einen Popel zu hängen. Ein Bobel? Igidigit, aber das ist genau der Punkt. Direkt unter der Nase kann man nichts sehen. Und riechen will hier in der Kanalisation auch niemand.
Und stehen sogar langsam die Duftbäume aus. Oh mein Gott. Ich geh dann mal Tauchboote jagen. Du das. Viva la Revolution. Viva la Revolution, mein Kumpel. Genau, kannte ich mal eine Person. Die heißt Toni. Es wundert mich eigentlich nicht, dass sie zu mir zurückgekrochen kommt. Tja, Pech gehabt, Toni. Ich habe jetzt nämlich eine richtige Freundin. Also zwei Drittel davon. Die hat ja auch gewusst, dass du bei der Revolution dabei bist, hat's, Revolution, Rebellion, deswegen ist sie hierher gekommen und irgendwie hat die voll den fetten Arsch, fällt mir gerade mal so auf. Wir klicken da mal drauf, bupp. Na sieh mal an, wer mir da hinterhergelaufen kommt. Tja, meiner magnetischen Anziehungskraft konntest du eben noch nie widerstehen. Mach es bitte kurz, ja? Ich habe hier eine Aufgabe, die meine volle Konzentration erfordert. Delfine hüten. Einen Brechreiz unterdrücken. Was machst du hier überhaupt? Was machst du hier überhaupt? Dich könnte ich ja wohl dasselbe fragen. Wolltest du nicht mit dieser Gabi nach Elysium? Goal. Sie heißt Goal. Und wo ist Goal? Ist sie bereits einem deiner brillanten Manöver zum Opfer gefallen? Hast du sie aus Versehen aus einem brennenden Heißluftballon geworfen? Weit gefehlt. Es war ein Notboot. Oder sie sogar in Einzelteile zersägt? Nicht im wörtlichen Sinne. Goal wartet draußen. Und sie ist wohl auf. Zumindest zu zwei Dritteln. Sie kann einem nur leid tun. Die ist wenigstens netter als du. Und süßer. Und schöner. Und klüger. Und hat eine bessere Synchronsprecherin, die mich, die, also nicht eine bessere, nur die Stimme ist halt deutlich sympathischer. Aber die soll ja arschig sein, ne? Arschig verstanden. Oh, ich bin so unglaublich nicht witzig.